Test, Test, Test. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass ihr alle schon heute so da seid. Das ist, glaube ich, so unsere größte Subscribe bisher und it shows, denke ich. Und damit erstmal herzlich willkommen hier beim Bayerischen Rundfunk und gleichzeitig ein Dank an den Bayerischen Rundfunk, dass wir hier sein dürfen. Und ansonsten würde ich gleich in Richtung des Herrn dort drüben übergeben, der das Ganze nämlich mal vor einiger Zeit ins Leben gerufen hat und ein paar salbungsvolle Worte sprechen wird. Wir könnten vielleicht kurz sagen, wer wir eigentlich sind hier. Details. Ja, mal gucken, wen ich jetzt hier einsalben soll. Du hast ja auch passende Slides noch für mich, ne? Sehe ich die da eigentlich da oben? Das ist so professionell geworden. So, mal kurz Handzeichen. Wer war schon mal da bei uns? Wer noch nicht? Das sieht jetzt so nach der Hälfte aus, aber ich glaube, wenn wir nach den Anmeldungen gehen, das wird sich dann wahrscheinlich morgen richtig durchschlagen oder vielleicht auch im Laufe des Abends. Also ich habe jetzt gar nicht nachgezählt, aber gefühlt ist der Neuteilnehmeranteil doch sehr groß. Das freut uns natürlich sehr, auch wenn wir hier immer ein bisschen auf Kontinuität gesetzt haben. Für die, die hier neu sind, vielleicht nochmal kurz ein Rückblick, was das jetzt hier eigentlich für ein Event ist. Angefangen hat das Ganze mal aus dem Wunsch heraus, Entwickler zusammenzubekommen, um die doch etwas traurige Gesamtsituation im Podcast-Publishing-Bereich ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Da gab es dann so zwei Workshops, die hießen die Podlove Developer Workshops. Das war auch alles irgendwie ganz nett, da kamen irgendwie 50 Leute zusammen, aber am Ende kam, naja, also das gewünschte Endergebnis hat sich so nicht unbedingt eingestellt. So oder so hat sich aber herausgestellt, dass das Interesse eigentlich, sich mal damit zu befassen, doch relativ groß ist. Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wahrscheinlich haben wir es einfach von der falschen Seite herum aufgezogen. Wir brauchen hier einfach sehr viel mehr Podcaster. Wir ziehen das, ne, stellen das Ding quasi auf den Kopf. Und dann war der Podlove Podcaster-Workshop mit diesem tollen Abkürzung PPW geboren. Und das lief dann auch ein paar Jahre ganz prima. Wir haben diesen Halbjahreszyklus, den dieser Entwickler-Workshop irgendwie so nebenbei eingeleitet hat, einfach beibehalten. Und es hat sich gezeigt, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist. Communities kriegt man sicherlich mit jährlichen Veranstaltungen schon mal ganz gut zusammengebracht. Aber so ein Halbjahreszyklus ist ein echter Geheimtipp, falls ihr mal eine Community starten wollt. So, und dann haben wir irgendwie wir drei uns ohnehin über die Zeit so ein bisschen zusammengefunden aus gemeinsamen Herangehensweisen und haben uns dann mal einen Namen verpasst, nämlich das Sendezentrum, wobei das mittlerweile auch schon etwas verwässert ist, weil man nicht so genau weiß, ist das jetzt irgendwie ist eine Gruppe von Personen oder ist es mehr so eine Initiative oder ist es unsere Präsenz auf Events gewesen, die wir in den letzten Jahren mehrfach gemacht haben. Ja, im Prinzip ist es irgendwie alles. Letzten Endes haben wir festgestellt, auch dieser Fokus mit oder dieser Namensanteil Podlove ist auch verwirrend, weil viele Leute dachten, es geht halt immer noch irgendwie um Technik, es geht immer noch um dieses eine konkrete Projekt Podlove, was mittlerweile ja ein Projekt unter vielen ist. Und von daher haben wir das dann einfach mal aus dem Namen herausgeschält, uns lange gewunden, bis wir einen neuen Namen gefunden haben und den haben wir dann sehr halt gefunden. Sehr, sehr, sehr lang gewunden. Ja, das ist immer ein ziemlicher Battle bei uns so. Aber am Ende sind wir uns dann aber auch so richtig einig. Ja, und deswegen subscribe, weil das in gewisser Hinsicht einfach so das Schlüsselwort ist für dieses ganze Podcast-Universum. Und da seid ihr jetzt. So, auf der dritten Veranstaltung, die so heißt. Die Berlin-Veranstaltung ist dieses Jahr leider ausgefallen, aus verschiedenen Gründen. Eins davon hängt da gerade an Ralf. Mit aktivierter Mute-Spur hier. Ja, also wir sind noch auf der Suche, wir sind aber auch offen für andere Orte. Hier in München fühlen wir uns jetzt relativ wohl, aber wir wollen es nicht nur hier machen, sondern wir wollen auch diesen Halbjahreszyklus, wenn möglich, in irgendeiner Form wieder hinbekommen. Wer gute Tipps hat, sind wir immer für offen. Ja. Kommen wir nochmal kurz zum BR. Da sind wir halt letztes Jahr hier eingeladen worden. Es gibt hier eine recht innovative Abteilung, die Softwareentwicklung-Plattform. Da werden allerlei Apps gezimmert und auch andere Systeme, um das
Softwarewesen des öffentlichen Rundfunks aufzupeppen. Das aus meiner Perspektive gelingt das ganz gut. Und es gibt da verschiedene Querverbindungen, auch personelle Überschneidungen mittlerweile und bei uns auch immer den Wunsch, mehr oder weniger gemeinsame Strategien zu entwickeln. Sachen, die aus unserer Community herausgekommen sind, wie der Subscribe-Button, der Player etc. Das findet langsam auch seine Wege in die Welt des öffentlichen Rundfunks. Das finden wir natürlich super und hoffen, dass das noch weitergeht. Ja. Und wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, also dieser Event hier, gut, wir nennen das jetzt Konferenz, weil es hat ja einen Konferenzteil. Ne? Wir nennen es auch irgendwie Workshop, weil das hat es auch. Aber für uns ist es vor allem ein Vernetzungsworkshop. So, deswegen ist es auch so günstig. Wir kommen hier mehr oder weniger kostenlos unter. Deswegen haben wir keine übermäßigen Kosten zu stemmen. Das Geld geht im Wesentlichen eigentlich ins Essen, weil wir festgestellt haben, das Schlimmste, was man machen kann, ist, die Leute hier rauszuschicken, damit sie sich bei irgendwelchen Burger in den Magen versauen. Deswegen lieber gutes Essen, beisammenbleiben, reden. Also hier geht es wirklich darum, Erfahrungsaustausch herzustellen, Wissen weiterzugeben, neue Projekte sich auszudenken, in Kollaboration überzugehen und daraus dann eben auch einen gewissen Einfluss zu entwickeln auf die, ja, auf das gesamte Podcast-Wesen und vor allem, was den technischen Aspekt betrifft, natürlich auch, um das ganze Ökosystem ein wenig voranzubringen. Das war immer unser Ziel. Das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt und daran hat sich im Prinzip auch nichts geändert. Sprich, bringt euch ein, kommt hier selber auf Ideen. Ja, wir sind hier keine Dienstleistungsveranstaltung, sondern hier geht es darum, ein Netzwerk aufzubauen und deswegen gibt es auch gutes Essen und ausreichende Pausen. Schnittchen. So, und Ralf erklärt mal, was sonst noch so bei herausgekommen ist. Genau, also wir drei zeichnen uns, glaube ich, dadurch aus, dass wir immer relativ viel Kram machen und irgendwann kommt dann aber doch der relativ starke Wunsch auf, das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Und genauso war es halt bei unserem ganzen Podcast-Strategie-Aktivitäten, wo wir gesagt haben, okay, da muss das mal irgendwie Grund rein und das Ganze muss man irgendwie zu einer auch für Externe halbwegs greifbaren Gesamtsystematik finden. Und das sieht man jetzt einfach mal hier auf einer Slide. Über Organisation ist das Sendezentrum mit einer total bewussten Unschärfe, die natürlich Stärke und nicht Schwäche ist. Darunter findet sich dann halt die Subscribe, die Konferenz, auf der wir jetzt hier sind. Sendegate sage ich gleich was zu. Podcast-Patin habt ihr schon ganz viel gehört, wenn ihr auf der Onboarding-Session wart. Ansonsten erzählt Claudia auch noch zwei, drei Worte. Und die Sondersendung, das ist quasi das Event vor Ort auf Kongressen, wo wir ein eigenes Podcast-Format gestartet haben für Events. Das ist im Moment in einem etwas längeren Winterschlaf, aber wird ja vielleicht auch mal wieder aktiviert. Und das Ganze zusammen bildet also jetzt so dieses Sendezentrum und das sind auch genauso dieses ganze Branding und Logo, Artwork und sowas, was ihr überall in Räumlichkeiten seht. Entsprechend findet ihr auch überall, auch auf den Flyern, die ihr alle bekommen habt, die Twitter-Accounts und Facebook-Account, wo man das Ganze so auf dem Laufenden bleiben kann. Und eine der zentralen Anlaufstellen für diese ganzen Sachen, wo auch die Dokumentation dieser Subscribe hier entsteht, habt ihr gerade eben in der Onboarding-Session vielleicht auch gehört. Das heißt also gerade, wenn ihr dann an einem Workshop nicht teilnehmen könnt, es laufen ja 4 oder 5 parallel teilweise, schaut dann mal in Sendegate rein, was dort in den anderen Workshops gelaufen ist oder dokumentiert auch selber, ihr habt es eben schon gehört. Das findet unter anderem in unserem Community-Hub Sendegate statt. Das ist ein Forum, ein Internetforum, den ja eigentlich nachgesagt wird, dass sie tot sind. Das ist aber ein Diskursforum, was deutlich schicker und eleganter daherkommt als so alte PHP-Foren. Und das würde ich sagen, seit wir das vor, ich glaube, 4 Jahren gestartet haben, ist das eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Wir haben mittlerweile 1600 deutschsprachige Podcasterinnen und Podcaster dort drin versammelt. Das dürfte also mit Abstand die größte Community-Basis dafür sein. Auch was die Visits angeht, Profilsuche und so weiter, auch die Agilität an Themen pro Tag, das ist alles schon sehr erfreulich, was sich da stattfindet. Und es ist vor allen Dingen auch eine thematische Breite. So, ja, wir haben dort viel Nerd-Technik-Kram, was jetzt also genau die verschiedenen Charakteristika von Richtmikrofonen angeht, aber es gibt eben auch, ihr seht das viel, gerade in den letzten Monaten debattiert, Sachen zu, wie vermarkte ich meinen Podcast, wie sieht es überhaupt mit Monetarisierung aus, welche Rollen spielen Plattformen, auch solche eher politischen Debatten finden dort jeden Tag statt. Es lohnt also auf jeden Fall, dort reinzuschauen. Hier mal in eine unserer Rubriken reingezoomt, Community. Da haben wir jetzt also beispielsweise hier unten Subscribe 8. Das ist genau der Ort, wo jetzt die Dokumentation dieses Events entsteht.
Reichweite ist ja hier auch so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch immer so eine Kategorie, über die man mal ganz gerne sprechen möchte. So unsere prominenteren Artikel beispielsweise hier über das HMC 660 Headset, das hat also jetzt mittlerweile schon 30.000 Views bekommen. Ja, das ist also schon eine Reichweite, die ganz beachtlich ist, und auch in den weniger prominenten Sachen, es gibt praktisch kein Thema, was nicht ein paar hundert Views zumindest abbekommt, und das sind nicht irgendwelche Robots, sondern das sind wirklich echte Menschen. Was sich über das Sendegate auch organisiert, sind die regionalen Meetups. Das heißt also, wie kann ich vor Ort Gleichgesinnte finden? Auch dafür haben wir eine Übersicht im Sendegate. Ebenso wie ein Podcast-Termin, Timetable. Wo sind also die nächsten Meetup-Termine? Wo sind Konferenzen wie die Subscribe oder andere Events beispielsweise? Seht ihr hier auch draußen Plakate fürs Podstock-Festival, was ja quasi so in so eine Subscribe mit Open-Air-Flair ist und Zelten und so weiter. Auch solche Termine findet hier entsprechend im Sendegate. Und als besonderes Bonbon für die Subscribe haben wir nochmal das hier rausgegraben. Das ist gerade erstmal einen Monat alt, das Posting. Da hat Zirkusliebe, aka Marco, sich mal die Mühe gemacht und als relativer Einsteiger mal so die ihm sich erschließende Podcast-Welt mal komplett in eine große Sketchnote zu übertragen. Und der hatte das in Sendegate gestellt als ein riesenlanges Vertikalscroller, wie man sie so kennt. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie wäre es denn für die Subscribe, das mal in eine Horizontalversion zu machen? Dann könnten wir sie vielleicht aufhängen. Dann hieß es erst, oh, schwierig, schwierig. Zwei Tage später hat er gesagt, hier ist fertig, nimm hin. Und da, wie die Menschen halt so sind, wenn man sie erstmal ein bisschen anpiekst. Und ihr seht es also jetzt hier im Innenraum, genau diese 8-Meter-Wand hier. Das ist jetzt also quasi das uns bekannte Podcast-Universum. In den Details ist es wirklich extrem liebevoll und nerdig und sachkundig gestaltet. Das würde mich sagen, mit Abstand das Beste, was in dem Bereich bisher passiert ist. Draußen haben wir auch noch mal eins hingehängt, guckt euch das an. Vor allen Dingen aber Marco, wenn du uns jetzt zuhörst, das ist dein Applaus. Ganz super Arbeit. Ja, sendegate.de@sendegate. Und ist meiner noch? Okay. Podcast-Patin ist auch eine dieser Domänen. Die fehlten, glaube ich, auf der Übersichtsseite, fehlt mir gerade auf, weil die später dazugekommen sind. Müssen wir nächstes Mal korrigieren. Waren drauf? Okay. Podcast-Patin, vermutlich, habt ihr ja gerade eben schon relativ viel zu gehört, von daher kann ich mich da jetzt sehr kurz passen. Das ist quasi der Grundgedanke, man hilft einander in unserer Community, man tritt nicht auf anderen rum und versucht irgendwie andere zu dissen, sondern wir glauben schon, dass die Podcast-Szene eigentlich einen sehr großen ich helfe dir, du hilfst mir, wir helfen uns alle gegenseitig Aspekt hat. Und das ist genau das, was Podcast-Patin auszeichnet. Leute, die einfach schon ein bisschen weiter sind und ein bisschen was gesehen haben, helfen Einsteigerinnen, gerade über diese erste Hürde rüberzukommen, wie traue ich mich, meinen ersten Podcast, meine erste Sendung aufzuzeichnen. Dafür gibt es zwei Formulare. Einmal, wenn man selber Pate werden möchte und Patin, wenn man also einfach viel weiß. Oder aber, ich suche eine Patin, die mir weiterhilft. Dafür gibt es das zweite Formular. Die Links findet ihr dann auch alle in den Flyern. Die haben auch ihren Stand hier. Ja, folget einfach dem Einhorn. Es ist praktisch nicht zu übersehen. Und sie haben auch diese lustigen runden Buttons. Und wie wir gerade eben in der Session schon geklärt haben, sie dürfen sich auch nicht entziehen den Anfragen. Das heißt, genau, das sind die Buttons. Daran sollt ihr uns wichtig erkennen. Wichtig übrigens, das sind 42 mm Buttons. Der Innenkreis hat 23. Nein. Okay. Das war es zur großen, schnuckeligen Familie, die wir hier versuchen aufzubauen. Und jetzt kommt unsere Content-Queen mit dem Programm. Ja, ich muss mich wieder an dieser Stelle sehr bei euch bedanken, dass ihr so reichhaltig Sachen eingereicht habt bei uns. Und das Programm ist wirklich fast komplett aus euren Vorschlägen gestaltet worden. Ich musste nur ganz, ganz wenige Menschen treten, ob sie nicht auch mal was machen wollen würden bei der Subscribe. Ralf musste ein paar noch ein bisschen mehr treten, aber wir hoffen, dass auch dieses Treten nicht allzu dolle war und es sich dann für beide Seiten lohnt. Wie immer haben wir wieder eine Zweiteilung. Wir haben also Vorträge, wir haben Workshops. Ihr werdet bis Sonntag eigentlich die Möglichkeit haben, euch berieseln zu lassen in Vorträgen. Immer in schönen 30-Minuten-Slots. Und ihr werdet aber auch genauso viele Hands-on-Sessions finden in Workshops. Ihr werdet Diskussionsrunden finden und alles Mögliche. Das waren übrigens Gründe, die ihr gerade gehört habt, warum wir fast die Subscribe-Teilnahme absagen mussten.
Wir werden das wieder so gehalten, dass die Vormittage nur mit Vorträgen bestückt sind. Da geht es vor allen Dingen um Formatvorstellungen, da geht es um thematische Dinge. Am Nachmittag findet ihr dann vor allen Dingen morgen eher ein bisschen techniklastige Sachen, aber auch Dinge, die für alle interessant sein sollten, wie zum Beispiel ein neues Tool VocTech, wo es um Mitmachen geht, oder zum Beispiel ein Podcasterinnenprofil über Panoptikum. Also da lasst euch nicht abschrecken, dass das irgendwie im Nachmittag liegt und alles sich ein bisschen technisch vielleicht anhört. Die Workshops auch wieder ganz toll, wie ihr sie geplant habt. Es ist ein unheimlicher Reichtum entstanden von allem drum und dran, Technik, Formate, Konzepte, Marketing, also wirklich alles. Wir haben dieses Mal auch das Angeboten von Stimmtrainerinnen dabei. Vielen Dank auch an der Stelle. Es gibt also wirklich, glaube ich, für jeden was. Und wer hier rausgeht und keinen Workshop besucht hat, der hat, glaube ich, dann auch was verpasst. Gleichzeitig haben wir wieder Führungen am Samstag, die das Angebot des BR sind. Es geht wieder durch das Hörspielstudio hier im Haus. Wer das im letzten Jahr schon mitgemacht hat, ich erzähle gleich nochmal was dazu, fällt mir gerade ein. Ralf erzählt euch vielleicht erst nochmal, bevor ich jetzt weiter da in die Details reingehe, kurz was zu den Optionen, die ihr hier habt mit und in den Workshop-Räumen mit der Technik und was ihr euch da zur Verfügung steht. Genau, die Vortragenden hier bringen ihren eigenen Rechner einfach mit. Wir haben ja einen riesen Zoo an verschiedenen Adaptern. Wenn irgendjemand als Vortragender keinen eigenen Rechner hat, bitte bei uns melden, dann sorgen wir dort noch kurzfristig für eine Lösung. Ihr seht schon, wir haben hier einen 16:9 Beamer, da also ein bisschen dran denken bei der Präsentation. Audio geht auch über HDMI raus. Der Audioausgang heißt Cestron, nicht komplett selbsterklärend. Das heißt also, den stellt ihr dann in der Systemstellung als Audio aus ein. Ansonsten alternativ hier unten eine Mini-Klinke, die aber natürlich traditionell immer für Brummschleifen beliebt ist. Das heißt also, probiert es vielleicht erst über HDMI und testet es einmal in der Pause durch, ob es alles klappt vorher. Pultmikrofone, das sind die beiden hier, die haben auch einen sehr guten Klang, wenn sie nicht gerade runtergefahren werden, ist aber egal. Plus 3 Handmikros, die seht ihr hier im Einsatz. Das heißt also, guten Klang. Letztes Jahr war das fantastisch, der Klang, den wir hier produziert haben. In den Workshop-Räumen, wo dann die Nachmittagspanels stattfinden, habt ihr ebenfalls Full-HD-Beamer mit diversen Adapterpeitschen dran. Und wenn es ein bisschen interaktiver werden soll, Moderationswände, Koffer, Flipcharts sind auch in jedem der Workshop-Reine drin. Da könnt ihr euch also austoben. Genau. Ihr habt auf dem schönen Programmflyer auch hier in den Einblendungen immer und auch hier nochmal auf dieser Folie alles, was ihr eigentlich braucht, um euch hier zurechtzufinden und um da draußen auch den Leuten zu sagen, wo sie sich zurechtfinden können. Wir freuen uns vor allen Dingen, wenn ihr schöne Social-Media-Kanäle voll spammt, sage ich jetzt mal. Subscribe9 ist der Hashtag dazu und berichtet. Wir haben dieses Mal so viele Leute in der Orga gehabt, die irgendwo geholfen haben, dass sich diese Präsentation entsteht traditionsgemäß ungefähr 5 Minuten, bevor wir diesen Vortrag halten. Und deswegen war keine Zeit mehr, um alle Menschen, die hier drauf müssen, auch drauf zu machen. Deswegen sagen wir einfach mal ganz dicke Danke an alle. Also wir drei alleine würden das schon ganz lange nicht mehr schaffen. Eine Neuerung, die wir dieses Jahr eingeführt haben, ist ein Konferenz-Slack. Wer noch nicht sich dorthin gefunden hat, der kann das über slackin.subscribe.de machen. Wir erhoffen uns ein bisschen davon, dass sich die Kommunikation dort bündeln kann und dass nicht über irgendwie 50.000 andere Kanäle sich zerstreut. Wenn ihr euch dann dort das erste Mal eingeloggt habt, könnt ihr dann über subscribe-de.slack.com dort immer wieder hinkommen und ihr findet dort schon ein paar vorangelegte Channels, in denen die eben thematisch gegliedert sind. Ihr könnt dann aber auch mit den anderen Teilnehmerinnen in Privatnachrichten oder sonst euch irgendwie verabreden und eben weitere Diskussionen führen. Wir hoffen, wie gesagt, dass das so ein bisschen bei der Kommunikation hilft. Wir möchten aber nichtsdestotrotz, dass ihr auf jeden Fall miteinander hier vor Ort redet und damit sind wir jetzt auch eigentlich schon dabei angekommen im Hier und Jetzt und da habe ich jetzt eine schlechte Nachricht für euch, wenn ihr Strom braucht, diese Bodentanks, die ihr überall seht, die dürft ihr bitte nicht aufmachen. Also lasst es bitte einfach, das gibt Ärger und ihr solltet das lassen. Nein, ja? So, zur Navigation. Wir haben wir sind ja hier über 2 Etagen verteilt und 3, wenn man noch die untere mitzählt, damit ihr die Workshop-Räume vor allen Dingen findet, die eben eine Ebene oben drüber sind, haben wir ein Navigationssystem vorbereitet. Ihr müsst einfach immer nur
dem Plakat mit dem Raumnummer drauf folgen, so lange, bis es, ihr es nicht mehr findet, dann seid ihr quasi drin schon. Also wenn ihr in Raum 9 wollt, dann folgt immer dem Schild Raum 9, Raum 9, Raum 9 und dann seid ihr irgendwann auch bei Raum 9. Wenn nicht, dann biegt nochmal irgendwo anders ab. Wir haben eine Garderobe, wer sie noch nicht gefunden hat, die ist hier in dem Gang zwischen zum großen Konferenzsaal. Wir haben jetzt kein Personal dafür abgestellt oder auch keine Helfer dafür abgestellt, dass dort ständig jemand sitzt und drauf aufpasst. Also bitte achtet selber ein bisschen drauf, was ihr da reinstellt und was nicht. Wir wollten euch aber vor allen Dingen es vereinfachen, dass ihr, wenn ihr Koffer noch habt, am Sonntag vor allen Dingen die da reinstellen könnt. Wir haben wieder die Kühlschränke oder den einen Kühlschrank voll mit Getränken. Da könnt ihr euch immer dran bedienen. Wir sind ja hier so ein schönes Community-Event. Tim hat es ja auch schon gesagt. Das hat seine Vor- und seine Nachteile. Ein Nachteil ist, wenn dieser Kühlschrank leer ist, dann müsstet ihr ihn auch wieder auffüllen. Wir machen das hier alles so ein bisschen Selbstorganisation. Das mag jetzt den einen oder anderen Neuling vielleicht ein bisschen irritieren, vielleicht auch nicht. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle mal anfasst mit und dann helft. Und diese Flaschen auffüllen gehört eben zum Beispiel zum Helfen dazu. Die Kisten mit den Getränken findet ihr dann um die Ecke. Da ist so eine Rampe und an dieser Rampe stehen eben dann auch diese Kästen zum Kühlschränke wieder auffüllen. Kleine Anmerkung, die Getränke sind natürlich kostenlos und komplett inklusive und das sind sie deshalb, weil das der Bayerische Rundfunk uns gestellt hat, von daher auch dafür nochmal Dankeschön. Catering gibt's wieder von den Waldmeistern. Die haben wir letztes Mal ja als ganz lecker empfunden. Was wir erst nicht so schön gefunden haben, war, dass das Catering dann so alle Leute auseinandergerissen hat. Wie Tim ja schon sagte, wir wollen vor allen Dingen, dass ihr hier viel miteinander redet und viel miteinander in Kontakt kommt. Deswegen veranstalten wir wirklich dieses Mal alles auf dieser Ebene. Das macht vielleicht nicht ganz so kuschelig wie unten und so ein bisschen robuster mit den Bierbänken, aber wir erhoffen uns davon, dass eben alles ein bisschen zentraler an einem Ort stattfindet. Und hier bleibt. Wenn ihr Raucher seid, dann geht bitte nicht vor die Tür beim BR, sondern in den Innenhof. Auch dafür ist das Navigationssystem sinnvoll. Ihr findet dort Schilder mit Raucher und auch wenn die Tür ein bisschen wie ein Notausgang aussieht, sie ist trotzdem die richtige und ihr könnt da durch und es gibt keinen Alarm und ihr findet dort eben dann alles, was ihr zum Rauchen braucht, vor allen Dingen frische Luft und Aschenbecher. Die Teilnehmerinnenwand hatten wir ja auch schon mehrfach vorab angekündigt. Es gibt diese digital unter imsubscribe.de/Teilnehmerinnen. Zugang ist, darf ich jetzt gar nicht sagen, genau, weil der ist nur für die Teilnehmerinnen. Und wir haben es aber auch analog wieder gehalten. Also wenn ihr euer Profil schon eingestellt hattet dann und uns die Zustimmung gegeben habt, dann findet ihr euer Profil jetzt auch auf dieser Wand. Und wenn ihr das nicht tut dann oder noch nicht alle Informationen drauf sind, die ihr gerne drauf hättet, dann gibt es eben bei den Podcast-Partnern die Möglichkeit mit den Sharpies in der Original 80s Glam Edition, was ich wirklich wichtig finde, eure Daten zu vervollständigen in vielen bunten Farben oder eben Blanko-Vordruck zu nehmen und da alles drauf zu schreiben. Wir haben auch eine Fotostation dabei oder ihr könnt ein irgendwie geartetes Social-Media-Profilbild ausdrucken. Also alles das können wir möglich machen, sodass ihr da noch euer Profil dazu hängen könnt. Wir haben auch wieder so kleine Zettelchen an der Sprich-mit-mir-Wand, also Suche-Biete-Wand. Das heißt, wenn ihr euch jetzt irgendwie im Laufe der Konferenz auffällt, ihr habt ein Thema und ihr möchtet unbedingt über dieses Thema reden und ihr wisst aber nicht, mit wem richtig, dann hängt es dahin. Wenn euch auffällt, ey, ich kann noch das und das anbieten, also so ein bisschen auch das, was wir schon abgefragt haben, was auch auf den Teilnehmerinnenwänden drauf ist. Ich habe die und die Kompetenz und das muss ja unbedingt reingebracht werden, dann schreibt auch das da drauf. Wir sammeln das immer so regelmäßig mal ein und gucken, was davon wir hier auch vorlesen können, damit sich die Leute dann entsprechend zusammenfinden. Wir haben wieder einen Podcasting-Raum aufgebaut. Das ist ja nicht nur so, dass wir hier auf einer Podcasting-Konferenz sind und darüber reden, sondern ihr könnt auch tatsächlich podcasten hier. Ihr könnt euch entweder in diesen Raum reinbuchen und den einfach nutzen, weil es dort schön ruhig ist und dort aufnehmen oder das Equipment, was dort steht, nutzen. Dafür braucht ihr eine SD-Karte einfach nur. Wenn ihr diese SD-Karte nicht selbst dabei habt, meldet euch bitte bei uns. Wir haben noch eine in petto und können die auch immer mal wieder ausleihen. Da ist eine SD-Karte drin, die sollte eigentlich reichen und man kann danach das per USB einfach in irgendeinen Rechner anschließen und runterziehen.
So, guck mal, so ergibt sich dann immer wieder Neues. Also das ist dann auch ein Nachteil, wenn das noch 5 Minuten vor der Präsentation fertig wird und nicht 1 Minute. Die BR-Führung hatte ich vorhin schon angekündigt. Das gibt wieder durchs Hörspielstudio. Das macht wieder der Fabian Zweck, der das letztes Jahr auch sehr, sehr toll gemacht hat. Er erzählt wieder Wissenswertes, ein paar Anekdoten natürlich, so aus seinem Alltag. Und dieses Mal wird nicht so die Goldstandardstimme aufgenommen, sondern er wird ein paar Hörspielexperimente mit euch machen. Trotzdem würde ich euch bitten, wenn ihr letztes Jahr schon dabei wart, nehmt euch vielleicht ein bisschen zurück, damit die Neulinge eine Chance haben, auch das Hörspielstudio hier zu sehen. Wir werden ab morgen Aushang machen. Es gibt insgesamt 5 Führungen. In jeder Führung sind 10 Plätze frei. First come, first serve. Ihr müsst euch dann halt einfach in diese Listen eintragen und dann würdet ihr euch dann am Sammelpunkt BR-Führungen einfinden und Fabian holt euch dann dort ab und bringt euch dann ins Hörspielstudio. Genau, und das war es eigentlich auch schon von mir. Ein Hinweis noch an dieser Stelle. Wir haben ja Helfer gesucht und Helferinnen vorab. Wir suchen immer noch ein paar. Unter anderem braucht der Andi, der ist da hinten, der winkt euch auch gerade. Das ist der Mann, aufgrund dessen Initiative das Ganze hier live nach draußen geht und aufgrund dessen wir immer schnell in unserem YouTube-Kanal alles haben. Der braucht noch Leute, damit das auch so bleibt. Also wenn ihr gerne wie Nora hier zum Beispiel in dem cyanfarbenen Hoodie an der Kamera stehen möchtet, dann meldet euch bei Andi und ihr werdet dann dort mit ihm einen Timetable erarbeiten auf, wie mir gesagt wurde, Papier und mit Stift, damit es keine Editing-Konflikte gibt. Genau, also da wären wir euch noch sehr dankbar, wenn ihr an den Stellen noch einspringen möchtet. Das ist wie bei Michael Schanze früher. Das macht total Spaß, Kamerakind zu sein. Das leben die 80s. Genau. So ganz nebenbei kann man in dem Zuge, wenn man sich da ein bisschen mehr reinfummeln will, auch noch so ein bisschen die tolle Technologie des VOC, das ja ein Projekt des Chaos Computer Clubs ist, kennenlernen, mit dem ja mittlerweile Hunderte von Konferenzen regelmäßig aufgezeichnet und gestreamt werden und was gerade für solche Formate, aber auch eben für größere Events so ziemlich die beste Lösung ist, die es da derzeit gibt, die nebenbei dann auch mal komplett Open Source ist und wohl dokumentiert. Insofern, auch das könnte euer Interesse anregen.